Barockengel, das war der Spitzname für den BMW 501, das Kultauto der Nachkriegszeit. Cremeschnittchen nannten die Franzosen ihren Renault 4 CV. Und was steckt wohl hinter einem Elefantenrollschuh? Der Fiat 500. Helge Jepsen hat in zwei Büchern Autos und ihre Spitznamen illustriert. Die Spitznamen gibt es schon so lange, wie es das Auto gibt. Also nehmen wir das Model T von Ford, Blechliese oder Tin Lizzie. Erste in Großserie hergestellte Kraftfahrzeug hatte schon einen Spitznamen. Und das ist fast eine 100-jährige Kultur, Autos mit einem Spitznamen zu versehen. Die meisten Autos haben die Spitznamen bekommen, weil sie sich in die Herzen der Menschen gefahren haben. Das Auto mit dem in Deutschland wohl populärsten Spitznamen, der Käfer. Ein Volkswagen-Klassiker. Auf der Essen Motor Show schlägt Helge Jepsens Herz höher. Fast alles Autos, die er schon gezeichnet hat. Dieser Mercedes SL, wegen seines durchhängenden Dachs Pagode genannt. Oder der 300er SL aus den 1950er Jahren, der Flügeltürer. Das ist jetzt ein typischer Vertreter für einen Spitznamen, der irgendwie auf ein Design-Detail eingeht. Auf der Essen Motor Show entdeckt Helge Jepsen sogar Autos, die er noch nicht in seinem Buch verewigt hat. Da freue ich mich immer, wenn ich Autos sehe, die ich vorher noch nie gesehen habe. Jetzt würde ich in dem speziellen Fall würde mich natürlich auch sofort interessieren, ob der einen Spitznamen hat. Der Alfa Romeo aus den 50er Jahren hat es Jepsen angetan. Doch was für ein Auto fährt er selbst? Einen Krummsäbel. Das Modell Scimitar der Marke Reliant hat den Säbel im Logo. Und weil er schneller als 200 Stundenkilometer fährt, wurde daraus der rasende Krummsäbel. Man spürt ja fast, dass da Metall irgendwie Arbeit leistet. Krummsäbel passt, rasender Krummsäbel passt. Rasselnd würde vielleicht auch passen. Rasselnder Krummsäbel, aber wackelt auch alles ein bisschen, klappert ein bisschen, aber das signalisiert einem auch sofort, ich habe jetzt Urlaub. Helge Jepsens Autoleidenschaft hat sich schon in Zeitschriften, Büchern und Kalendern niedergeschlagen. Auch ein Autoquartett stammt aus seiner Feder. Bei allem, was er tut, merkt man, er steht auf ältere Wagen. Weil die neuen Autos alle gleich aussehen, wenn man mal ganz grob das beurteilt. Und es fehlen so kleine Kleinigkeiten, so der Wegfall des Chroms, dass sowas wie ein Blinker integriert ist. Also die alten Autos haben viel mehr Details und Schnickschnack und es macht natürlich mehr Spaß, das zu zeichnen. Auch wenn er für den neu entdeckten Alfa Romeo noch keinen Spitznamen gefunden hat, er wird schon mal gezeichnet. Dann fange ich zum Beispiel an und gucke mir so ein Detail wie diese Radnarbe an. Fange dann an, mich da irgendwie ranzutasten und so Kleinteile zu machen. Speichenfelgen, das kann doch nicht deren Ernst sein. Die ist so, da kommt eine da hinten und da ist noch eine davor. Da wirst du kopfkrank von. Diese Prototypen, Studien von Zukunftsautos, die bei der Essen Motor Show präsentiert werden, wären einfacher zu zeichnen. Hier sind die Felgen nicht so filigran. Diese Autos sind allerdings so neu, dass ihnen noch niemand einen Spitznamen geben konnte. Die sind so futuristisch, die Namen werden vielleicht erst in 10 Jahren mal in irgendeinem Duden auftauchen dafür. Dem würde ich den Spitznamen vom Heck her, würde ich den Spitznamen Boomerang oder sonst was verpassen, weil die Lampen so ein bisschen wie so ein Bumerang aussehen. Der hat was von einem Stier, wenn man sich diese komischen Designelemente anguckt, die aussehen wie Hörner. Das schwarze Ding, wie alles, was matt, schwarz und böse aussieht, kriegt früher oder später den Spitznamen Batmobile verpasst. Wenn das alles rumfahren würde in 10 Jahren, perfekt, hätten wir wieder ein schönes Straßenbild. 99 automobile Klassiker und ihre Spitznamen. Da kann man noch auf viele erweiterte Neuauflagen hoffen. Denn Spitznamen für Fahrzeuge wird es geben, solange Menschen Autos lieben.